Da ist er, der FPS-Bricks. Extracten. FAP. Powerbuild. Synchro-Blast. Baujahr 95. Sieht man da bei den ersten zwei Buchstaben. Ist jetzt in dem Johnny. Mein 70er Johnny. Und wir sind insgesamt der dritte Motor. Also was ich weiß. Als erster haben sie den Tekken drin, den ich hause immer das Blei lasse. Dann ist der ist drüben. Habe ich einen 8 PS Brex drin gehabt, der hat sich gefressen. Dann habe ich den günstig selber gebracht. FHP. Da habe ich das 20. Auspuff modifizieren müssen. Der geht jetzt da unten durch. Aber jetzt habe ich ein Vergaserproblem. Ich habe insgesamt schon drei mehr auseinanderbaut und wieder zusammengebaut. Ich habe es mir gereinigt, aber irgendein Ventil oder irgendeine Nadel oder keine Ahnung was, irgendwas ist undicht und jetzt ist immer Benzin in dem Vergaser. Das heißt, das heißt in den Kanal, wo die Luft da durchgeht und dann kriegt er viel zu viel Benzin, kann man nicht reinstellen. Aber ich werde mir jetzt einen neuen gebrauchten Kaffee im eBay. Aber jetzt schauen wir mal, wie das hier anhört. Ich habe noch vor ganz kurz mal laufen lassen, aber es ist jetzt schon wieder kalt, wenn man sagt. Schauen wir mal. Wo springt er halt? Der erste nur die Benzin aufmachen. Das kriegt er nichts. Schauen wir mal, was er tut. Normal ist er da. Ja, lauf da durch. Der Standgeist wird es wunderbar. Der Standgeist, da kann ich mich nicht beschweren. Wunderbar. Aber. Geht auch noch einigermaßen. So. Aber man sagt schon, der hat viel zu fett Knie, aber das kann man nicht rechnen, ich hab da schon alles probiert. Jetzt gehört man es auch wieder. Da meint man ja, du magst und da man, aber das bringt auch nichts. Also das ist ein wunderbarer Motor, der selber. Und nur der Vergaser. Jetzt auch wieder. Gut, viel Benzin. Ja. Das Schlimme ist auch das. Der braucht mindestens die Doppel- oder das Dreifache, wie es normal brauchen. Und das regt mich auf. Wird auch heiß. Der wird schon wieder warm. Und das kann es eigentlich nicht ganz sein. Das kann gerade damit zusammen. Das ist mit dem zusammen. Schauen wir nochmal. Also normal, wenn man von da auf Gas geht, kann der von daher nicht starten. Wie er tut, und der haut auch. Lass mir noch mal kurz auf Standgas. Weil, sag ich doch was. Da habe ich nur. Da, was ausgeschnitten. Da, das habe ich auch wieder reingeschmissen, weil beim 8000 das nicht gegangen ist. Hinten das umbaut, die Malex-Kupplung umbaut. Kurzgas. Was habe ich noch gemacht? Genau da Verstärkungen reingeschmissen. Da, das ist mehr genau. Aber sonst, ja genau, Kotflügel modifiziert, ein bisschen weiter nach vorne. Schaut irgendwie schärfer aus. Da ist noch das Mauerwerk dazu. Da haben wir einen Korb gebaut. Aber jetzt schauen wir noch mal. Jetzt sehen wir die schwarze Brücke. Ja, schwarze Wicken ist immer Fehlzündung gemacht, auch obwohl hier neue Zündkerzen drin ist. Die Zündung ist beim anderen Motor auch abgelaufen. Das kann eigentlich nur der Vergaser sein. Jetzt guckt auch wieder zu.
Er ist einfach nicht mehr gesund. Gut. Benzin ist zu. Aber wenn ein neuer Vergaser da ist, bis gesagt, ich brauche die neue. Das wird die Kreisen eigentlich wieder laufen wie neu. Und dann wird die auch wieder laufen. So, bumm. Das war's.